Wunderschönen guten Morgen aus Boston, liebe Fotofreunde. Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr, beinahe 30 Grad Celsius. Gestern gab es hier Gewitter, jetzt sieht es eigentlich schon wieder so aus. Aber die Sonne drückte auch ein bisschen durch, alles sehr dampfig. Ich laufe hier ein bisschen durch die Stadt mit der Osmo Pocket 3 in der Hand und mache ein paar Fotos. Ja, ihr habt richtig gehört, Fotos. Das kann die Osmo Pocket 3 nämlich auch ganz gut. Reicht das, um mit einem iPhone mithalten zu können? Das gucke ich mir mal an, bleibt dran.
Freunde, kurze Pause. Ich bin jetzt bei. Ich vergesse das immer. Jetzt steht es noch nicht hier. Ach, da. Wagamama. Wagamama. Ich bin jetzt bei Wagamama. Es ist jetzt hier in Partei, einfach zur Einstimmung auf Bangkok nächste Woche. Und dazu gibt es einen schönen Juice. Ein Juice gibt's, ne wie früher, ne klar, ein schönen Juice. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, ob man das noch anders hinbekommt. Ich fand das jetzt relativ fummelig, da immer zwischen Video und Foto hin und her zu wechseln. Vor allem, wenn man unter dieser starken Sonneneinstrahlung arbeiten muss, wie ich das heute tue, dann ist das fast unmöglich auf dem kleinen Screen. Ja, die Sonne von oben, da muss man sich erstmal ein schattiges Plätzchen suchen. Einen schattigen Platz suchen, um dann überhaupt den Modus umzustellen. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach irgendwo draufklickt und dann ist Foto eingestellt. Also das wäre vielleicht noch mal eine Idee. Oder bin ich zu blöd? Gibt es vielleicht irgend so eine Kurzwahltaste, die ich nicht kenne? Und man klickt da drauf und es ist automatisch dann Fotomodus. Keine Ahnung. Ich muss noch mal nachgucken. Vielleicht blamiere ich mich ja gerade komplett. Aber gut. Auch egal. Ja, meine lieben Fotofreunde, das soll es auch schon gewesen sein aus Boston. Es ist einfach zu heiß. Ich muss jetzt mal einen kalten Kaffee trinken oder irgendeine Cola. Eine Cola ist doch mal ganz cool. Ja, das mache ich. Ja, ob man jetzt mit der Osmo Pocket 3 Fotos machen muss, wenn man sein Handy dabei hat, sagt ihr, ist es eine Möglichkeit. Wie ist die Qualität? Hat es euch angesprochen, hat es euch gefallen oder sagt ihr, das ist ja nun gar nichts? Da ist jedes Handyfoto wesentlich angenehmer anzuschauen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ja klar, also ganz ehrlich, wenn ich mein iPhone in der Hand habe, dann mache ich damit die Fotos. Aber es gibt ja auch Situationen, wo ich das iPhone vielleicht gar nicht dabei habe und nur die Osmo Pocket 3 und... Ja, dann kann man ja trotzdem ein paar Fotos machen, ehe man keine macht. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es liked. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, ihr kennt das Spiel, liked es trotzdem. Es tut euch nicht weh, hilft mir ein bisschen. So einfach ist die Geschichte. Und abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.